Blinde und sehbehinderte Menschen orientieren sich mit Hilfe des weißen Stocks in ihrer Umgebung. Besonders im städtischen Verkehr ist das Gehör zusätzlich stark gefordert. Haben Sie gewusst, dass wenn der weiße Stock nach vorne zur Straße hin hochgehalten wird, die Person die Fahrbahn überqueren möchte? Hierbei gilt der weiße Stock wie eine rote Ampel. Was bedeutet, dass alle anderen Verkehrsteilnehmenden anhalten und der blinden oder sehbehinderten Person den Vortritt gewähren müssen. Dies gilt übrigens nicht nur für Autos, sondern auch für Fahrräder und Elektrotrottinette. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe, um den Straßenverkehr für alle sicher zu halten.